Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier auf der Spur des Mechanistentypen da, den wir umnieten sollen. Der halt so gemeine böse Dinge mit Roboter macht und wie was weiß ich was alles. Haben auch ein bisschen was getextet, also getextet, nicht was gelesen. Über den ganzen Verein hier ist ja eine tolle Sache. Ja. Ja. Und, na nü. Der ist noch gar nicht frei. Das ist sonderbar. Dann kriegen wir vielleicht gleich was zu kämpfen. Roboterlagersteuerungsterminal. Ja. Wir tun hier. So. Nein. Falsch. Oh, richtig. Ja. Die Turmsteuerung. Ja, kann man eigentlich. Protektorsteuerung ist mir eigentlich wurscht. Ich wollte nur die Punkte haben. Ja, das ist bei uns Menschen so, wir können nur mit Fingern arbeiten. Wir haben nicht irgendwie solche eingebauten USB-Sticks oder so, oder Stecker oder wie auch immer. Oder sonstige Kabeln. Nein, das haut bei uns nicht so hin. Hallo? Irgendwie ist hier niemand. Was ist das? Yay, her mit dem Graffel. Auch niemand? Nö. Nix, nada, null, niente. Irgendwas knurrt da, glaube ich, gerade. Wie? Yeah, Gott sei Dank, endlich wieder verschimmeltes Essen. Weil ich habe so Bock drauf auf verschimmeltes Essen. Ach, das ist so schimmelig im Abgang. Ja, ich schwöre, das ist echt was Feines. Und das stärkt das Immunsystem. Du musst halt, was? Unser einer muss zwar halt ein halbes Jahr dran speiben, aber sonst geht es uns echt gut, muss man sagen. Da, da, da. Ja, eine Werkbank für Robotis. Aber wir haben dabei nichts Gescheites an Wissen, weil wir brauchen mittlerweile auch schon Wissen, damit wir da was Tolles für die Ada weiterbauen können oder für Kotzi oder sonst einem lieben, netten Roboter. Servus, du hast auch schon mal gesünder ausgeschaut. Da bin ich mir sicher. Das kommt davon, wenn man nur die Wissenschaft im Kopf hat, ne? Dann schaut man irgendwann so abgemagert aus und hängt dann mal irgendwo rum, ganz voll fertig. Ja, ja, das ist so. Was haben wir denn da? Ich höre da hinten so ein Chepagorn herumgehen. Tom Harkin, der Technikdingens. Och Gottchen, Wartungsfall. Mhm, ja, dann fangen wir mal da an, oder? Nach der Kuppelimplantation kam es beim Hirn des Subjekts zu psychischen Veränderungen. Die Dura wurde unregelmäßig braun und begann sich nach nur 12 Stunden in der Lösung zu zersetzen. Wie sich herausstellt, war das Biogel mit Schwefelsäure verunreinigt, super, die aus dem Poliermittel für die Kuppel stammte. Das Gel reagierte mit der Säure, was leider zu einem Totalverlust des Subjekts führte. Wir müssen das Ganze wohl als dummen Zufall abschreiben und auf ein anderes Poliermittel umstellen. Wie wär's mit Essigwasser? Wartungsfall. Kann man Essigwasser zum Polieren nehmen? Keine Ahnung. Wir haben weiterhin Probleme damit, die Verbindung zwischen dem Neutralinterface und dem Nervenenden des Rückenmarks aufrechtzuerhalten. Die Nerven stoßen die Verbindungen schneller ab, als wir sie neu herstellen können. Ich weiß, dass wir gehofft hatten, das Rückenmark bei den Robohirnen zu erhalten, aber das ist offenbar nicht möglich. Ich schlage vor, dass wir wieder zum ursprünglichen Plan zurückkehren, der gute alte Hirn im Glasprototyp. Dadurch werden deutlich weniger Lebenserhaltungssubsysteme benötigt. Außerdem reduziert sich die Produktionszeit um fast ein Drittel. Ich werde meine Ergebnisse morgen an die Hohen Tiere in Washington schicken. Mhm. Der nächste. Wir haben die erste Ladung Robohirne von der Testabteilung zurückbekommen und sie sehen übel aus. Bravo, Leute! Gesprungene Kuppeln, gerissene Ketten, überladene Fusionsspulen, durchgebrannte Schaltkreise, ich könnte die Liste ewig fortführen. Diese eine Sache macht mir allerdings Bedenken.
Laut den Testern interpretieren einige der Robohirne Befehle falsch. Es scheint so, als würden die Hirne die Befehle übermäßig analysieren und dann entscheiden, die aus Effizierungsgründen anzupassen. Meistens führt das zu Sachbeschädigungen, es gab aber auch ein paar tote Zivilisten. Tja, das ist dann wohl Pech, ne? Ich habe mir die fraglichen Einheiten genau angesehen, kann aber keine Fehler finden. Ich muss die Sache wohl an die Forschungsabteilung weiterleiten. Mal sehen, ob die mehr Erfolg haben. Immerhin trifft unsere Abteilung keine Schuld. Das ist ja schon mal gut, ne? Für die Abteilung. Eins der Robohirne wurde mit einem fehlerhaften Sprachmodul produziert. Es spricht alles rückwärts. Das hat mir Sorgen bereitet. Also habe ich die Produktion für fast 8 Stunden gestoppt, um die Software und die Audio-Montageeinheit genau zu untersuchen. Ich konnte allerdings nichts finden. Also habe ich das Ganze als Panne in der Produktion vermerkt und die Fertigung wieder anlaufen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie es zu so einem lächerlichen Fehler kommen konnte, aber ich vermute, einer der Typen oben hat sich einen Spaß erlaubt. Der Scherzkeks. Das wird bei der Weihnachtsfeier dann mal durchdiskutiert, ne? Ja, bei einem köstlichen Glühwein. So. Ja. Hier sind wir hergekommen, da drüben waren wir schon, das heißt, hier geht's ruf. Servus, hast du hier noch irgendwas versteckt oder so? Nö, ne? Nein, dann gehen wir hier ruf. Dann gehen wir hier ruf. Dann haben wir da. Da ist ja jemand. Hallo! Ich habe da rumwatschen gehört. Bam. Bam. Ja, wo bist du, Kerl? Versteckt sich da. Alter, die Hand. Jetzt ist er hin. Was ist da? Schrottpatrönchens. Eine Zeitung. Und sonst ist der Schreibtisch leer. Leer, 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 leer. Auch die Kisten sind so leer. Was haben wir da noch? Ein Klemmbrett und ein... Was? Jetzt habe ich zu schnell gelootet. So. Dararam. Dararam. Drüben schweben ein paar Augenbots durch die Gegend. Augenbot, Augenbot, die Augenbot, das ist kaputt. So ein Augenbot, der ist kaputt. La la la, der fliegt herum. La. Augenbot, oh Augenbot, du bist ja so kaputt. Du kleines Auge in der Luft. La 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 la. Irgendwie habe ich Lust auf Kompott. Bitte was? Ja, wohin zuerst? Oben, unten, links oder rechts? Ich würde sagen, da oben mal die abballern, oder? Die kann man abballern? Bringt sie was? Du wirst lachen, ich glaube, das bringt sie echt was. Alter! Das war, glaube ich, gerade nicht so gescheit, was ich gemacht habe. Edda, du musst da mal kurz helfen. Bist du beschädigt? Alter. Wow. Jetzt ist er weg. Edda, alles gut? Sie repariert sich, glaube ich, gerade. Alter. Puh, das war jetzt gerade heftig. Aber das sind gute Punkte, oder? Das sind sehr gute Punkte. Das sind sehr gute Punkte. Die werden echt gut mitnehmen. Hätte alles klar bei dir? Na, ich repariere die mal. So, bitte. Jetzt geht's vorwärts. Oh. Was? Na du! Da, du Klump, du Schirks. Bäm. Hm.
Na, ich wollte eigentlich nachladen, die Waffe. Du musst ja gerade schauen. Da oben irgendwo. Ah, ich sehe dich. Du schierer Gradler. Na, falsch. Oh Gottchen. Jetzt haben wir ihn. Wow. So. Oh, hoppla. Entschuldigung, das war die falsche Taste. Entschuldigung, nein, Entschuldigung. Ups, den habe ich nicht mehr erwischt. Vielleicht kommt er da gleich wieder raus. Die wäre gut mitnehmen, die Roboter. Hat der was abbekommen? Jetzt ab. Tschüssi. Sag ja, tschüssi. So, da ballert uns mal keiner mehr ab. Das ist sehr nett. Ich sollte wieder mal was futtern. Ich habe nichts mehr zum Essen. Spinnst. Ich muss was Neues ausrüsten zum Essen. Ich habe nichts mehr zum Essen. Das geht so nicht. Nehmen wir die gebratene Ameise. Boah, wir fressen echt alles zusammen, ne? Pfüh. Also dann, Mahlzeit. Ja. Was haben wir hier noch Tolles? Und da? Da haben wir auch noch was. Ist hier irgendwas noch brauchbar? Eine Batterie. Gut. Da oben drum. Da ist noch was, tatsächlich. Injured Heart. Das haben wir schon, okay. Wo geht's denn da jetzt lang? Hihi. Hihi. Das nehmen wir gern mit. Pferdchen. Hallo, Edda. Ah, schau, was ich da gefunden habe. Oha. Oha. Was? Klebeband? Nehmen wir auch gern mit. Na, Schnucki. Und hier? Da haben wir auch noch was Tolles. Oh, ruck. Ja, das hat sich ja einigermaßen gelohnt, ha? Ein Wecker. Der geht mir auf den Wecker. Lala. Ah, da sind wir. Ah, da sind wir. Okay, upsie. Das war nicht so schlau. Ups. Dann wieder hier ruf. Entschuldigung. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewissen können, tut. So, das heißt hier. Dann wieder runter da. Es gibt uns aber gerade die Möglichkeit, nochmal zu schauen, ob ich was übersehen habe. Weil da sind wir eh noch nicht so richtig durch. Was macht sich denn da gerade auf? Hallo! Wer bist denn du? Na? Da oben ist auch so ein Kerl. Geht das da rauf? Na. Warte. Gut. Oh, ist die gute Edda, wenn ich sie wieder mal brauche. Ah, da ist sie eh schon. Ja. Okay, ich muss mich heilen. Komm, geh weg. Alter. Push. Passt. Ist jetzt einmal Ruhe? Alter. Alles gut, Edda? Ja, sie heilt sich gerade. Ja, ich weiß, aber die haben dich gerade übel zugerichtet, meine Gute. Der Kuchen ist perfekt erhalten. Es ist aber ungut. Wenn nach so vielen Jahren ein Kuchen perfekt erhalten ist, dann müssen ja, eh Zahlen drinnen sein, dass einem gleich so schlecht und schwindlig wird. Das ist sehr ungut. Beep.
Beep, beep. Beep. Ja, ich weiß, dass wir hier sind. Jeder weiß, dass wir hier sind. Du musst nicht piepen. Ist da drüben noch irgendwas Wertvolles? Ja. Wertvoll unter Anführungszeichen, aber immerhin viel Schrott. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ah, die Tür. Mhm. Zuerst da fertig machen. Mit aufräumen, genau, mit aufheben. Beep, 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 beep. Aber schon bei beep. Da. Ja, her mit dem Zeug, nehmen wir gerne mit. So, da noch irgendwas, hier noch irgendwas, da. Jo. Ach ja, ne? So. Edda? Öffne das. Ich bin überladen. Du musst mich schon schleppen helfen. Alter, das sind gar keine. Und so, ne? Aufgepasst. Edda? Du musst mir bitte schleppen helfen. Es geht nicht mehr. Es ist alles so schwer. Ich schwöre, es ist so schwer. Irgendwas ist schon wieder kaputt bei mir, ne? Ich sehe gerade, ich kann nicht mehr über 400 tragen. Das ist gerade nicht so super. Ja, Edda ist auch voll wie ein Christbaum. Das habe ich schon befürchtet. Kannst du sonst noch irgendwas Kleines tragen? Schrauben? Irgend sowas? Na, schaut jetzt nicht vor aus. Danke, Edda. Hoffentlich sind wir da echt jetzt bald durch. Aber die Türen, ey, das ist schon cool. Boah, das macht dann Lärm, ha? Huh? Alter. Alter Verwalter und Schwede. Meine Datenbanken füllen sich mit zahllosen Informationen über das Commonwealth. Ja. Nur weiter so. Da, Edda, schau mal. Wie gesagt, wir nehmen nicht alles zu 100% mit. Meine Beine sind ruiniert. Und mein Arm. Das ist kacke. Ich muss nachladen. Ich bin ja voll zerstört. Das ist aber nicht nett. Das ist gar nicht nett. Also auch mit. Nun haben wir noch ein bisschen was. So. Aufschließen tun, ja? Nein, ja, brechen ab, hast du recht. Brich nur ab. Das ist dein gutes Recht. Da. Aber jetzt haben wir dich nur. Nehmen wir alles mit. Ich hoffe auch. So, schon langsam wäre ich. Bitte was? Menschen, die keinerlei Respekt für menschliches Leben haben, die ihrer Umwelt nur Tod und Schmerz wünschen. Deshalb habe ich, der Mechanist, geschworen, die Unschuldigen zu beschützen und Menschen wie dir ein Ende zu setzen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Hallo? Ich will schießen? Bitte was? Irgendwas stimmt da nicht, oder? Ist der jetzt nicht der Böse? Da ist schon so ein Gradler. Nein, den will ich nicht. Passt. Jaja, da kommt gleich einer angestiefelt, ist eh klar. So. Jawohl, gleich ist er hin. Jetzt auch. Aber Punkte geben die gar nicht wenig, ha? So circa in etwa. So, dann nehmen wir auch freilich mit. So. Was haben, die Werkbank. Okay. Eine Robotscher Werkbank. Die brauchen wir dabei, glaube ich, nicht. Obwohl ich gerne ein bisschen Schrott verbraten möchte.
das ist alles schön radioaktiv. Supi. Sehr gesund. Jetzt ist die Frage, wo lang? Da oder da? Ich würde eher sagen da, oder? Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Brauchbares. Ein Terminal zumindest. Was haben wir denn da? Terminal von Umspannwerk A. Warnungssicherheit, bla bla. Log 077, was für eine Verschwendung. Aha. Ich bin jetzt seit fast 4 Monaten hier unten. Und mir ist stinklangweilig. Ich dachte, es wäre spannend für das Robotikprogramm zu arbeiten. Aber als ich meine endgültige Zuweisung erhalten habe, hätte ich beinahe sofort wieder gekündigt, sage ich euch. Ballos, Anna. Umspannwerk A. Soll das ein Witz sein? 4 Jahre Ausbildung in der Elektrotechnik und ich soll ein paar Generatoren überwachen? Ich kann einen Mr. Handy oder einen Protektron in unter 2 Stunden in seine Einzelteile zerlegen, aber die haben mich hier hingesteckt. Was für eine verdammte Zeitverschwendung. Mann, Mann, Mann. Mecker, Mecker. Lok 080. Ein gewiefter Plan. Nachdem ich während meiner Zigarettenpause mit Sharply gesprochen habe, ist mir eine Idee gekommen, wie ich meine Abgeschiedenheit zu meinem Vorteil nutzen könnte. Hast du den Gameboy gekauft oder so? Oder spielst du vielleicht Candy Crush oder so? Ich habe einen Kumpel, musst dir vorstellen, ja? Musst dir vorstellen, ich habe einen Kumpel, der Vorteile... der für eine Vertriebsfirma arbeitet. Genau so ist das. Er meinte, ich könnte ihm was dazu verdienen. Also für mich, musst du dir vorstellen, was dazu verdienen. Wenn ich einen seiner Zigarettenautomaten hier unten aufstelle, dann müssten die Leute nicht immer bis ganz nach oben, wenn sie ein neues Päckchen brauchen. Und ich könnte den Ladies Hallo sagen, die wegen der Zigaretten vorbeikommen. Mann. Sharply ist echt ein Genie. Ich sollte ihm vielleicht ein paar Päckchen geben als Dank für seine Hilfe. Na toll. Lok 082, Umspannwerk P. Ich habe den ganzen Aufwand betrieben, um den Automaten hier reinzuschmuggeln. Und dann beschwert sich Panks vom Umspannwerk P wegen des Rauchs. Erst dachte ich, er wäre nur neidisch, weil die ganzen Ladies während ihrer Zigarettenpause bei mir vorbeischauen. Aber dann hat er mir gesagt, dass er offiziell bei Telano Beschwerde einreichen will. Boah, wenn für ihn nicht auch was rausspringt, ist eh klar. Der Rauch ist ihm also egal, die miese Drecksau. Will nur was von meinem Verdienst aus dem Zigarettenverkauf. Könnte sein, dass ich davon eingehen muss, dass ich darauf eingehen muss, um mir die hohen Tiere vom Hals zu halten. Ist ja unglaublich. Lok 090, offizielle Genehmigung. Ich hatte endlich die Genehmigung, den Zigarettenautomaten hier im Umspannwerk aufzustellen. Ich schätze, die kostenlosen Stangen für den General könnten etwas damit zu tun haben. Jetzt kann mir Panks gar nichts mehr und er sieht keinen müden Cent. Scheint so, als hätte ich ausnahmsweise mal gewonnen. Na ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. War hier sonst noch was? Na, oder? Da war sonst nichts bis auf die Einträge, oder? Jo, passt. Na dann, herzlichen Glückwunsch zu deinem Zigarettenautomaten. Ja. Die kleinen Freuden des Lebens, ne? Die kleinen Freuden. Da ist nass. Warum ist hier nass? Oh, Ruck. Was? Wow! Hallo, hallo, hallo! Du kannst mir zwar erschrecken, du Schrottwort. Ruhe ist jetzt da, Herst. So, was haben wir noch? Verbranntes Lifestyle-Magazin. Aha. Zahnbürste, Zahnpasta, jawohl. Noch irgendwas? Noch irgendwas? Noch irgendwas? Nö. Schaut nicht so aus. Bin jetzt schon wieder überladen. Hör auf. Das heißt, ich muss ausmüllen.
Hui, aber was? Na gut, die Kleidung eventuell. Die muss man nicht unbedingt mithaben. Das ist jetzt echt gerade blöd. Ich bräuchte so ein Power-Dings. Mods. Ich werde die Mods da lassen. So, jetzt kann ich wieder schleppen. Ein bisschen halt zumindest. Nicht viel, aber ein bisschen was. Ha, lol, da ist sie schon. Eine Power-Dings-Rüstung. Ich muss mal aussteigen. Ich muss mal aussteigen. Aussteigen. Bitte. Danke. Ich muss die mal schnell reparieren. Ich hoffe, ich habe genug Schrott mit. Ja, ich glaube, das geht. Uha, habe ich ein Glück. Ist noch irgendwas hin? Na. R, R und R. Ma, habe ich ein Glück. Jo, ich kann wieder schleppen. Hurra, hurra, hurra. So, rein da. Schwuppdiwupp. Perfekt. Licht. Na, Licht. Licht. Danke. Wo war denn das Zeug jetzt hier, ne? Ist das schön. Endlich wieder was tragen können. So. Was haben wir hier Schönes? Ich glaube, das war jetzt gerade nicht so toll, oder? Dass ich das aufgemacht habe. Naja, falsch. Ich muss es ja aufmachen. Da bleibt mir eh nichts anderes übrig. Nachladen wäre noch schnell nicht schlecht. So. Da liegt ein Drohboot her. Okay. Der steht scheinbar nicht wieder auf. Da hinten rennt so ein Gradler. Was denn? Karamell rein. Was war denn das, bitteschön? Da. Großartig. Was essen wäre schlecht. Ich. Na, wieso bist du jetzt ausgestinkt, du Schoppel? Das wollt ihr ja nicht. Entschuldigung. Falsche Taste, zu lange oben geblieben, nämlich auch noch dort. Hallo. Oh, hallo. Ja, der ist auch schon erledigt. Hallo, hallo, hallo. So geht es aber nicht. Was? Danke, Edda. Perfekt. So. So. Gerade überlegt, wo wir da jetzt weiter können. Da oben wird nichts sein, ne? Da hinten irgendwo was versteckt. Na, schaut nicht so aus. Mein Licht, mein Licht, mein Licht, lala. Boah, da ist schon wieder ordentlich Wasser. Hoffentlich, das saufen wir nicht schon wieder. Ah, ist nur die Pfütze, okay. Oh geil, ist nur eine Pfütze. Dann gehen wir da ruf. Will ich sprinten? Halt, sprinten, genau. Jetzt gehe ich, statt dass ich sprinte. Ich bin auch so ein Profi. Halt, was? Radioaktive Strahlung? Hör auf damit. Hallo. Pff, 20.000 Wege. Ah, da ist eh verschüttet. Aber da drüben wird's rauf. Geht's rauf? Na. Na. Warte, da liegt einer. Du hast nichts, ne? Da. So, laufen, laufen, laufen. So. Das sind so komische Dinger, echt. Komische Dinger. Ihr wisst bestimmt, was das alles sein soll. Ich nicht, weil ich technisch ein Genie bin. Ja, sarkastisch, sarkastisch. Ja, ich bin es eben nicht. Ich bin kein technisches Genie, darum kenne ich mich mit dem ganzen Kabelwerken so nicht aus. Ich bin schon froh, wenn ich Schlösser knacken kann. Geschafft! Yeah, her damit. Wieder ein Terminal.
blabliblublub. Was haben wir denn da? Aufgaben der Einheit. Okay. Einheit PT20. Ausgemustert. Zuweisung Schrott sammeln. Status abgebrochen. Einheit PT37. Zuweisung. Aha, das ist nur so eine Aufzählung. Okay. Reparaturanweisungen. Was haben wir da? P875 Protektor und Anfrage. Stimme ist verzerrt. Lautsprecher und Hardware überprüfen. Zuweisung keine. Mr. Gazzi. Aha, das sind nur solche Dinger. Das ist jetzt nichts geschichtlich irgendwas. Anfrage an Abteilung Anlagen. Produktionsanweisungen September genehmigt von T. Harkin. 500 Fuß Kupferdraht. Achso, Materialien. Okay. Gut, nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges oder Geschichtsträchtiges. Was haben wir da? Lösche. Ja, ich werde auch gleich was löschen. Gehe ich schon wieder? Na, noch nicht, ne? Na, noch gehe ich nicht. Noch darf ich laufen. Da sind wir fertig, soweit wie ich sehe. Alter, wo steckt denn der Gratler, wollte ich gerade sagen. Hallo. Meine Roboter sorgen dafür, dass dem Commonwealth kein weiteres Leid geschieht. Ich glaube daran, dass das Gute immer über das Böse triumphiert. Die Gerechtigkeit wird heute siegen. Ja, trotzdem ist bei dir irgendwas komisch. Da, Schrotthaufen. So. Gut, dann würde ich sagen, Edda, komm mal her, meine Hübsche. Ja, das wird schon reichen, hoffe ich mal. So. Die Edda tanzt schon wieder vor Freude. Yeah, 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 yeah. Mhm. Oh yeah. La, 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 la. So. Tada! Hallo. Und weiter geht das Schrott sammeln. Boah, das ist so viel Glumper, das ist ja Wahnsinn. So viele Taschen hat man ja gar nicht. Bist du irgendwas? Nein. So. Edda, bitte. Ja. Mach mal bitte. Wieder die coole Tür. Das ist echt cool gemacht. Hallo. Ach so, echt. Da ist nichts drin. Der Isotonic ist. Dass der überhaupt funktioniert so ohne Strom. Das ist weitläufig hier. Das ist unglaublich weitläufig. Hier drüben. Bitte, Edda. Eine Zelle. Wen haben sie denn da bitte eingesperrt? Oh. Die Türmechanismen, echt so cool. Ich mag sowas. Schwede. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Ich werde mich bemühen, aber ich fürchte, dass ich trotzdem ein bisschen Schrott da lassen muss, weil ich bald nichts mehr schleppen kann wahrscheinlich. Und da du auch schon voll bist wie ein Christbaum, kann ich dir auch nichts mehr geben, meine Beste. Das Terminal scheint intakt zu sein. Ja, tatsächlich. Das könnte jetzt aber durch den Sessel dazu führen, dass ich... Na, muss ich gar nicht. Ah, ja, 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 ja. Was haben wir da? Persönliche Aufzeichnungen. MG, MSG. GC Protrick. US Army Militärpolizei. Holla. Eintragung 0L68 CP GT 044. Status kodiert. Sie haben heute wieder einige Subjekte abgeladen. Ich weiß nicht, was diese Leute getan haben. Aber da sie aus zivilen Gefängnissen stammen, kann ich nur vermuten, dass sie der Abschaum der Gesellschaft sind. Ich glaube, die Leute haben keine Ahnung, was hier mit ihnen passieren wird. Aber eins ist sicher, für die Gefangenen wäre es sicher besser, wenn sie ihre Strafe woanders büßen würden. Der nächste.
achte Eintrag. Wieder vom Protrick. Ich habe einige Gerüchte gehört, die mir gar nicht gefallen. Esteban. Was, Don Esteban ist hier? Sag einmal, das muss ein Urenkel von ihm sein. Don Esteban aus Rissen. Na, Spaß beiseite. Esteban meinte, dass er gehört hat, wie zwei der Eierköpfe darüber gesprochen haben, dass den Gefangenen das Gehirn aus dem Kopf geholt wird oder sowas. Ich wusste, dass an den Gefangenen Experimente durchgeführt werden. Ziemlich heftige sogar, aber dass sie im wahrsten Sinne des Wortes aufschneiden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin schließlich zum Militär gegangen, um meinem Land zu dienen und Amerikaner zu beschützen. Schätze, ich werde das Ganze vorerst für mich behalten. Großartig. Was haben wir dann da hier? Wieder vom Militärpolizisten. Die Gerüchte, die im Block die Runde machen, werden immer schlimmer. Einer unserer Informanten meinte, dass die Gefangenen über einen Aufstand nachdenken, wenn es stimmt, was man so hört. Dass die Gefangenen zerlegt und die Teile für Roboter verwendet werden, kann ich ihnen das nicht einmal wirklich verdenken. Esteban meinte, dass wir direkt Status Gamma 9 einleiten sollten, aber ich will keine Panik verbreiten, wenn es sich vermeiden lässt. Ich habe beschlossen, nach ganz oben zu gehen und die Sache mit General Rawlings zu besprechen. Es ist egal, ob es Kriminelle sind. Oder nicht. Diese Experimente sind falsch und müssen gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Oh weia, das könnte zu einer Kündigung führen. Raymond Esteban hat diesmal geschrieben, auch von der Militärpolizei. Broderick wurde heute aus dem Lager versetzt, aus der Anlage versetzt. Ich schätze, er darf jetzt Klos in irgendeinem abgelegenen Horchposten in Ankrolage, so vielleicht schrubben. Sie haben mir die Leitung des Zellenblocks übertragen und ich habe Status Gamma 9 eingeleitet. Nach zwei Tagen dachte keiner der Gefangenen mehr an einen Aufstand. Jetzt ist wieder Ruhe. Die Führung hat mir das Okay gegeben, Leute in die medizinische Abteilung zu schicken und alles verläuft nach Plan. Wenn wir den Feind in diesem Bereich schlagen wollen, müssen wir die Roboter einsatzfähig bekommen. Ist doch egal, was mit ein paar miesen Verbrechern passiert. Ich habe Protrick gesagt, dass er die Füße stillhalten soll, aber er wollte nicht auf mich hören. Ich dachte, gerade er würde verstehen, dass das Wohl vieler schwerer wiegt als das Wohl einiger weniger. Hart, hart ist das. Hart, hart, hart ist das. Wirklich wahr. Ja, das kann man jetzt wieder sehen, wie man möchte, ne? Welche Meinung habt ihr? Wer hat recht? Das Leben der Gefangenen scheißegal? Es sind doch Gefangene. Ganz ehrlich, ich finde das gar nicht gut, dass die Hirne jetzt in Robotern drin stecken. Kein Wunder, dass die nicht funktionieren. Wenn die auch nur ein kleines Fünkchen Eigenleben haben, ist schon vorbei. Dann ist das ganze Schiff gegessen. Stell dir mal vor, so ein kranker Fuzzi. Ein richtig krankes Schwein. Der weiß Gott, wie viele Menschen oder Kinder oder irgendwas umgebracht hat. Oder misshandelt, zerstückelt. Was weiß ich. Stell dir vor, der ist jetzt in einem Roboterkörper. Dem kannst du nicht mal was anhaben als Mensch. Ohne scharfe Munition. Wie willst du denn einsperren? Wie willst du denn kontrollieren? Wenn du nicht mal weißt, wann der jetzt ausliegt. Ich finde das gar nicht gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht gut. Da kannst du nicht mal sagen, okay, jetzt kommt er in die Klapse. Oh, na, welche Klapse denn bitte? Eine Roboterklapse, genau. So, geh mal auf, du Scheißding. Ich will die Punkte nämlich mitnehmen. Ich weiß, dass hier wahrscheinlich eher wenig zu looten sein wird. Aber ich will einfach die Punkte da mitnehmen. Die Erfahrungspunkte. Und der Part ist ja auch schon gleich zu Ende. Der Part, die Part. Nein! Kruze Türken. So. Ja, fast. Mann, ey. Jetzt. Wie schön. Da ist nichts drin. Soll das ein Klo sein?
Wie willst du dich denn da raufsetzen? Ich bin 1,53 Meter groß. Ich würde da nicht mal mit Zehenspitzen gestreckt darauf kommen. Ist ja. Ja. So. Das haben wir auch. Dann du. Boah, da werden wir nicht mehr fertig heute, ha? Der Part ist auch schon. Au. Der Part ist schon wieder zu Ende. Aber ich finde, es läuft ja gar nicht mal so schlecht mit der Questerei. Ja, ja, ist schon gut. Jetzt vielleicht. Bravo. Cool. Oh. Bitte was? Äther! Ich habe mich gerade voll erschrocken. Flutter-Dings habe ich gerade falschen Knopf gedrückt. Danke übrigens. Gern geschehen, Ma'am. Ha. Ja. Danach kriegt sie wieder eine ordentliche Portion ihres Lieblingsöls. Mhm. Sie steht drauf. So wie Tom Turbo. Kennt wer von euch Tom Turbo? Die Deutschen wahrscheinlich eher nicht so. Die deutschen Zuschauer, vielleicht die Ösis noch. Denn das Fahrrad, das alles kann, auf ORF 1, glaube ich, lief das immer. Also immer, damals halt. Na, schon wieder. Jetzt aber. Wenigstens dich haben wir erschießen können. Das hört sich gerade furchtbar an, ich weiß. Bist du auch so ein Ghoul? Vertrockneter, tatsächlich. Der Feuerblatt. Bist du auch einer? Tatsächlich. Bitte, geht ja. Weil wenn ich die im Vorhinein schon abballer, dann brauche ich keine Sorgen haben, dass Edda mir die Erfahrungspunkte stibitzt. Na toll, vertrocknete. Alter, wie schaut's denn? Das ist so krank, ey. Ich finde das gerade voll krank, es tut mir leid. Ich finde das so übel. Ich finde das so übel. Na, nicht abbrechen. Ich mache das noch schnell fertig hier. Ist wieder ein bisschen Überlänge, aber das machen wir noch schnell. So. Die Erfahrungspunkte für ein baldiges Level. Up. U-Bahn-Marke. Na toll. U-Bahn-Marke. Das ist dann aber kein Gefangener gewesen. Halt. Jawohl. Ja. Der ist sowieso komplett verdorrt. Verdorrt, ja. Komplett vergammelt. Okay, ein Arsch schießen hilft bei dem nichts. Boah, das gibt echt nicht so schlechte Erfahrungspunkte. Alter, nicht so schlechte Erfahrungspunkte. Zwar brechen jetzt etliche Haarnadeln ab, aber Klammern, Entschuldigung. Cool. Ja. Aber dafür gibt es jeweils 14 Erfahrungspunkte, ist ja auch nicht schlecht. So. Ein paar sind sogar offen. Ach so, okay, die haben gleich die Wand durchgeschlagen. Mhm. Ist auch eine Möglichkeit. So. Ja. Der lief sogar sehr gut. Da ist nichts. Boah, ey, wie viel gibt's denn hier noch? Aha, gleich hin, ist eh klar. Nein, da drüben. Jawohl. Das wär's. Oh. Ach, das war schon? Hoppala. Entschuldigung. Ein nekrotisches Kulilein. Boom, die Kniescheibe weg. Tut mir leid, aber es musste sein. So. Jetzt sind wir eh schon gleich durch. Jetzt habt ihr es gleich überstanden. So, wie schön. Wie schön. Dort auch noch. Wie schön. Ha. Ja, wie schön. Cool. Yeah. Ich glaube, das war's. Ich beende jetzt den Part, bevor wir hier weitergehen. Schaut das kaputt aus. Na gut, ihr Lieben. Boah, das war jetzt einiges an Türchens, die wir da aufgemacht haben. Übersehen werde ich wohl keinen haben, hoffentlich. Na, fesch, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Im nächsten Part werden wir schauen, ob wir den Mechanist endlich klatschen können. Ich wünsche euch somit einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi.